Aber jetzt läuft sie. Und damit herzlich willkommen in der Freitagsfolge bei den Farming Nerds. Guckt mal einer Schau. Wir machen mal wieder im Gras. Nicht ins Gras, im Gras. Mhm. Und das im wunderschönen sonnigen Italien. Auf der Italia Light von EGA Gaming und Edomod. Ich kann immer nur wieder sagen, danke für diese Map, die ist echt geil. Und man kann ja jetzt im Hintergrund auch so ein bisschen den späteren neuen Teil der Map sehen. Also auch das wird sicherlich richtig geil werden. Da bin ich echt gespannt drauf. Ja, auch in dieser Folge wieder mit dabei Flo, Bonkers und der Tobi. Hi! Bonkels, hallo! Bonkers! Hallo Bonkels! Bonkels. Wir sind die Bonken! Tja, und ich habe eben gerade gehört in der Pause, Captain Bonkers ist arbeitslos. Ja, warte, Moment. So wollen wir das jetzt nicht sagen. Feld 36 ist nämlich noch dran. Achso. Da müssen auf jeden Fall noch Bällen gepresst werden. Warte, muss das so gewickelt werden? Ist die Lage bei ja, mir? Ja, müssen alle außer 48. Ja. Sind Silage. Kannst mal sehen, wie ich hier verkackt habe. Ja, aber einen hast du hingekriegt. Den kannst du gleich mit rübernehmen, den einen. Das kannst du vergessen. Ich darf nicht schwer. Ich sehe schon, wie der Scheiß hier auf dem Feld liegt. Schaffen wir das, Tobi? Ja, krass. Wie Profis. Wie Profis. Da. Irgendwie kommt mir das gerade ein bisschen schief vor, wie ich hier drin sitze. Das ist durchaus möglich, ja. Da, ein Zug! Das war knapp. Junge. Wo bist du denn gefahren? Ach. Natürlich die Abkürzung genommen, wie immer. Würde Bonkers doch nie machen. Nein! Scheißen. Genauso wie ich. Was ist denn los? Was nur auf Feld. War jemand schon auf Feld 23 Ballen pressen? Nee. Da muss ich da hin. Pressen? Warte mal. Doch ich? Ja, aber 36 ist auch schon fertig. Ja, dann musst du die doch wickeln, oder nicht? Nee, die meine ich ja wickeln. Nee, wickeln war auf 23 keiner. Okay, alles klar. Gott sei Dank. Also nicht, dass ich wüsste. Gott sei es getrommelt. Da solltest du doch, glaube ich, als nächstes hin und dann ja, dann fahre ich jetzt hierher gekommen. Zu dem Feld, wo du nicht wickeln musst. Genau. Danke für deine Hilfe, Bonkers. Gerne. Ja, wirklich. Immer wieder erst mit ihm. Tastatursteuerung schwierig. Falsche Knopf gedrückt. Ich bin eine Eisenbahn. Ja. Ja, sicher. Ich hab's schon immer gewusst. Feld 23 war das, ne? Hm. Muss ich jetzt hier abbiegen? Ich häng fest. Ich bin mal gespannt, wo der lang fährt. Manometer. Hä, wo bist du denn? Hä? Wo bist du denn? Aber jetzt hör auf mit den Albernheiten. Was denn? Was machst du da denn auf 38 und fährst irgendwie rückwärts? Ich fahr nicht rückwärts. Nee? Ich bin irgendwie ein bisschen. Ja? Ach, nix. Sprich's aus. Ich häng fest, jetzt ist es raus. Wer hätte das gedacht? Zum Glück bin ich nicht schadenfroh oder so. Nein. Ist er nicht. Man sagt auch Flo der nicht schadenfroh. Ja. Ist irgendwie so in die Geschichte eingegangen. In die anderen. Genau. Ja. Ja, hast dich ja befreit. Das ist jetzt quer über die Map. Nee, kann ich ja nicht, hier sind ja Zäune. Jetzt weiß ich, warum der Entwickler die Zäune eingebaut hat. Damit Bonkers nicht quer über die Map fährt. Genau.
Der kannte Bonkers schon und. Da ist er quer über die Map gerade. Ja, weil hier eine Möglichkeit entstanden ist. Entstanden hat mir gefallen. Er hat sich vorher die Corner-Folgen angeguckt. Hätte er besser mal nicht gemacht. Nee, hätte er besser mal nicht gemacht. Ach, hier geht's auch bergauf, deswegen. Auf dem Feld hier geht's überall bergauf. Jetzt guck ich mal. Bin ich mal, was der Bongas macht? Erhebst du den darüber heimlich? Nein. Nein, nein. Ohne Witz? Das habe ich da gerade auf der Karte gesehen. Junge, das ist da mit allen Mitteln, ey. Mit allen Mitteln gewinnt. Deshalb meinst du noch, da ist eine Möglichkeit entstanden, oder was? Das ist so ein Wunder, Alter. Das kannst du dir nicht ausdenken, ey. Weißt du, was ich gesehen habe? Weil nämlich deine diese Richtungsanzeige auf einmal so gesprungen ist. Und genau während du auf der Straße da warst. Beziehungsweise am Zaun. Der Zaun, der muss erst noch erfunden werden, der den Bonkman aufhält. Da war auch. Oh, Tobi fährt in mich rein. Nein, keine Angst. Wie sich beide den Berg hochquälen. Quälen war der richtige Ausdruck, ja. Mann, oh Mann, ey. Das ist aber auch, das sind hier Steigungen. Ich habe mich gerade gefragt, wie bin ich denn da so eine Kurve gefahren, aber das war Tobi. Das sind ja ein bisschen Steigerungen, muss ich mal sagen. Ja. Aber wenn man einfach die Sachen darüber heben kann, ist ja kein Problem. Ja. Dann ist das gar kein Problem. Kommst du denn da auf dem Feld jetzt zurecht mit dem kleinen Tracker? Ja, tatsächlich. Überraschend. Überraschend gut. Ja, zum Wickeln geht der wirklich super. Ja, also alles, was so kleine Aufgaben sind, fetzt wie Sau. Und nach wie vor, es macht mega Spaß, mit kleiner Technik zu arbeiten. Ja. Macht aber auch Spaß, mit Traubenfans zu arbeiten. Es frustet manchmal ein bisschen, aber that's the fucking real life. Ja, aber du musst jetzt ein bisschen taktischer fahren. Kannst halt nicht bergauf, runterfahren, hin und her und schlupf halt nur 1%, wenn überhaupt, sondern du oder musst einfach über den Zaun oder so. Oder einfach über den Zaun. Da kannst du nicht mehr machen. Alter, dass wir auch immer. Ist ja, das kann kein Zufall sein. Ja, das packt mich schon so. Ja. Das glaube ich. Das wird richtig Schotterhageln hier. Wollen wir es hoffen? Nee, nicht. Würde mich nicht wundern, wenn wir über 155.000 kommen. An Einnahmen meinst du? Ja. Oder Konto? Naja, ein Konto. Ah, okay. Okay, okay. Aber ich bin mal gespannt, wie lange das Wegfahren dauern wird. Oh, wei. Oi, wei. Oi, wei, ja. Mal in. Corner und so haben wir irgendwann diese kranken Auflieger gehabt, aber. Da konnte man jede Menge Kartoffelpaletten draufpacken oder Pommespaletten. Nee, man kann die auch mit einem Unimog wegfahren. Die Papa Pommespaletten? Ja. Ja.
Eine. Sehr effizient. Oder mit dem Kippanhänger, wo die nicht rausfallen. Ja, das war auch lustig. Mit dem LKW, mit den vier Achsen. Der war auch geil. Was für eine Investition. Ey, der war richtig gut, der LKW, aber es hat leider nichts geholfen. Der Unimog war die beste Investition überhaupt. Ja. Oder die Ape. Die war auch geil. Oder die Drohne. Ja. Oder der Hubschrauber. Oder die Simson. Die Ape bräuchten wir eigentlich hier. So das ist geil, echt. Ja, tatsächlich. Aber die fuhr ja nicht richtig. Ey, wir haben kein Foto gemacht, wa? Weil das nicht so schnell. Als wir in Schönefeld saßen, im, was war das, 45 über 0? Mhm. Oder der Typ ja, mit dem Pickup vorbeigefahren ist mit dem Rundbein hinten drauf. Stimmt. So. Das war ziemlich nice. Hast du nicht gesagt, das heißt 3 Milliarden über 0 oder so? 3 Milliarden über 0, ja, so war das auch. Ja. Ja, also das Ding kann man echt nur empfehlen. Wenn einer von euch mal, liebe Farming Nerds Community in der Nähe von Berlin ist, definitiv nach Schönefeld fahren ins 45 über 0. Ja, erst recht für Biker oder eigentlich auch für alle. Aber es ist ziemlich nice. Auch die Leute aus meinem Kurs haben von einem ganz tollen Restaurant erzählt. Und dann haben sie mir das gezeigt in Schönefeld am Pistenende. War es das 45 über 0. Und dann hast du gesagt, da war ich schon. Ja, ich gesagt, Mann, das ist ein alter Hut. Echt, da war ich gestern. War ich ja gestern. Echt. Braucht da nicht mehr hin, ist jetzt kaputt. Geile Burger machen sie da, echt. Geile Burger, es war, was haben wir noch gegessen? Kuchen, mega gut. Und die Buletten sind der Knaller da. Ja. Was gab es denn da noch? Irgendwas habe ich da noch gegessen. Also auf jeden Fall Burger war ziemlich nice. Und an alle, die so ein bisschen Fliegerei mögen oder sowas. Direkten Ausblick auf die Piste. Naja, aufs Final halt, ne? Auf die Piste. Hat er denn hier zurecht gefahren, der Junge? Ja, das kannst du nicht oder was? Ja, jetzt ist nicht. Weil Maschine her, ey, so eine Winkel kann man gar nicht fahren. Winkel. Jetzt mal sehen, Leslie Winkel. Leslie Winkel rüberfahren. Und wo höre ich den doch hier lang jagen? Den Verrückten. Der Verrückte. Aber jetzt habe ich Stint nicht getroffen. Ein Trauerspiel. Ist doch eine. Ein Trauerspiel ist das Bergauffahren hier. Deswegen fahre ich nur. Also jetzt gerade kann ich das mit nur nicht angeben, aber deswegen fahre ich parallel zum Hang. Schlau. Das ist schlau. Schnell fährst du, Tobi? 7. Schade. Ich war 7,5. Jetzt sind 6. 5. Ja, wie ist eine gerade Zahl? Ich mach bei Lautstärke immer ungerade Zahlen. Ja, weiß ich. Das finde ich zum Kotzen, ehrlich gesagt. Also mach bei der Lautstärke immer Zahlen, die durch 4 teilbar sind. Echt? Ja. Was? Und du sagst, du bist nicht gut in Mathe. Aber ich mache das mit ungeraden Zahlen auch erst, seitdem ich weiß, dass es Leute gibt, die das ärgern. Alter. Schauen wir mal Zahlen, die durch 3 und durch 9 teilbar sind. Was? Warum nur? Oh, jetzt hier. Oder Primzahlen. Primzahlen sind auch okay. Ja, Primzahlen sind toll. Prima-Zahlen. Zack. Ich fahre jetzt nicht bergauf, da bist du dumm. Wie das so sagt, ey. Ist einfach dumm. Dann machst du nichts. Machst du nichts? Machst du nichts dran, Mann, oh Mann. Oh, das waren ja. Jo, wir sind gleich fertig hier. Ja, wollen wir mal hoffen. Also, rein folgentechnisch, wie lange brauchst du noch? Können wir schon irgendwas abrechnen oder nee, ne? Nee, bei mir nicht. Also, auf jeden Fall sind schon 2 Felder abzuholen.
Eine es sei denn, jemand hat Bock, mir hier wickeln zu helfen, aber eine Wickelmaschine kann sonst wieder verkauft werden. Aber hier ist noch viel zu wickeln, also wäre nicht schlecht, wenn ihr einer wickeln kommt, wenn ihr da fertig seid. Yes, Chef. La 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 la. Sehr kunstvoll, wie du das hier gefahren hast, Tobi. Ja, oder? Junge, ich muss echt aufpassen, dass ich hier nicht laut mitsinge. Junge. Das kann dir mit den eingebauten Radiosendern hier nicht passieren. Was sagst du? Obwohl irgendwann, dann kennst du mich aber irgendwann schlecht. Fängt man da auch an mitzusingen. Ja. So, gibt's noch irgendwo was, wo ich nochmal drüber muss, oder? Warum lachst du? Ja, doch, stimmt. War lustig. Ne? Na, wie gesagt, ansonsten gerne Ballen wickeln hier. Balletten wickeln. Ah, ich bin komplett daneben. Das stimmt, das hätten wir dir aber auch so sagen können. Ja, gut, dass dir das jetzt schon auffällt. Ibims komplett im Arsch. Oh nein, das ist ja eigentlich die Kindersendung. So, dann hole ich mal den Wickler. Und zu welchem Feld muss ich? S-Feld 23. Das eine sieht aus wie ein Schwan und das andere wie ein Po, wenn man von oben drauf guckt. Das hilft mir weiter. So, Feld 23. Der italienische Po? Ja. 23, ich bin da. Bleib klar. Also den Fluss meine ich, ne? Ja, ich dachte die Ebene. Die Poebene. Nee. Die Poebene. Also, der Fiat Agri macht immer noch mega Spaß. Ja, witzigerweise hatte ich auch meinen Spaß in dem Teil drin. Ehrlich, ohne Kack, ist ganz erstaunlich. Würde ich mir sogar privat kaufen. Du, die sind gar nicht so teuer. Ja, dann mach. Ich weiß. Ja, wir haben sogar überlegt, ob wir noch einen Traktor kaufen. Bei euch für den Hof oder was? Genau. Ja, why not? Es ist halt immer so die Sache, holst du dir noch eine extra Maschine oder machst du das alles mit dem Auto, also mit dem Geländewagen? Ist halt schwierig, aber der kommt halt auch nicht überall hin. Und so richtig Geländewagen ist er halt auch nicht. Mhm. Und Anbaugeräte kannst du natürlich vergessen, höchstens eine Winde. Ja, um sich selber aus dem Schlamm zu ziehen. Genau. Ich weiß noch, wir wollten einen Baum fällen. Das heißt, wir haben das auch gemacht. Einen alten Nussbaum. Und das hat man mit dem Citroën Saxo gemacht. Das heißt nicht den Baum gefällt, sondern eine Schnur dran, ein Seil, ein Stahlseil. Und damit er nicht auf die Scheune fällt, da stand so ungefähr, ja, lass uns 10 Meter neben der Scheune stand haben. Und mein Vater nimmt die Kettensäge und sägt am Baum rum. Mein Bruder sitzt im Auto, lässt den Motor laufen. Ich sitze neben meinem Bruder auf dem Beifahrersitz und auf Kommando sollte er losfahren und den Baum in die Richtung ziehen. Selbstverständlich war das Seil länger, als der Baum hoch war. Muss man dazu sagen. Und für den Scheiß soll ich jetzt hierher kommen? Was stimmt mit dir nicht? Die drei Ballen jetzt noch alleine hinkriegt. Ja, okay.
Mann. Dann würde ich sagen, leck mich doch! Ja. Ja. Nee, jedenfalls warten wir auf das Kommando. Mein Vater sägt. Und dann mein Bruder total aufgeregt schon, dass es mal nicht schief geht und die Scheune steht gleich da. Und mein Vater dreht sich um, gibt das Kommando, fahr los! Mein Bruder hat sich direkt festgefahren. Und der Baum fällt zur Seite oben, 90 Grad versetzt auf so ein Hühnerhaus. Da waren aber keine Hühner mehr drin, hat das Ding platt gemacht. Und mein Bruder voll Angst gehabt. Jetzt gibt's Ärger, so ein Scheiß und das Hühnerhaus platt und weiß ich und wer weiß, was da noch ist. Und mein Vater steht vor dem Baum und kriegt sie nicht mehr ein vor Lachen. Er sah so dumm aus. Fahr los, festgefahren, direkt kein Zentimeter bewegt. Ja, geil. Der Baum ist weit weggekippt. Echte Profis. Ja, das war gut. So, und schon wieder sind wir über die 20-Minuten-Schallmauer hinaus. Und deswegen müssen wir leider schon wieder sagen, Mann, Wochenende steht vor der Tür, aber hoch die Hände, Wochenende, ne? Kann man auch mal schön feiern. Das waren die Farming-Nerds für diese Woche. Ihr Lieben, schön, dass ihr mit dabei wart. Vielen, vielen Dank dafür. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns auch gerne einen blauen Daumen da. Und wer noch nicht abonniert hat, der sollte das schnellstens nachholen. Ich habe nämlich mal gehört, das hilft auch gegen Corona. Ja, und ansonsten freuen wir uns, in der nächsten Woche euch begrüßen zu dürfen hier im wundervollen Corner. Ob wir dann schon wieder alle vollzählig sind, das... Entschuldigung. ohne Scheiß, 200 Folgen Kornau sitzen, aber immer noch, ganz ordentlich. Also im wunderschönen Italien. Und ob wir dann schon wieder alle vollzählig sind, das weiß ich leider auch nicht. Aber das kriegen wir dann schon mit. Und wann wir zurück in den normalen Turnus bei den Farming Nerds kommen mit 5 Folgen die Woche, das sagen wir euch dann auch natürlich am Montag in der nächsten Folge. Ja, bis dahin, haut da rein, bleibt gesund und macht es gut. Und denkt dran, der LS22 kommt bald, aber vorher spielen wir noch eine Runde LS19. Also, schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss. Eigentlich könnten sich die Zuschauer ja auch mal Gedanken machen, was wir im LS22 mal ausprobieren sollten. Das finde ich auch. Schreibt uns in die Kommentare. Tschüss.